Was sagt mir denn, dass es mir bei euch Berserker nicht genauso geht? Egal, was du über uns gehört haben magst. Glauben würde ich nur das Wenigste davon. Mach dir besser dein eigenes Bild. Also, wenn du nicht lebensmüde bist und den Alps direkt in die Arme läufst, hast du Potenzial. Du solltest mir in unserer Hauptstadt Goliath folgen und dir erstmal vernünftige Ausrüstung besorgen. Okay, also die Sache ist, die jetzt von der persönlichen Einstellung her wäre ich ja so von wegen, ich bin jetzt hier gestrandet, ich bin gut, was ist das, ein Unterhemd und eine einfache Hose, also nicht wirklich ausgestattet, um zu überleben tatsächlich. Ich bräuchte ja mindestens mal wie eher einen Pelz zum Warmhalten oder sowas. Deswegen war jetzt meine Antworten eigentlich ein bisschen merkwürdig, aber wenn man davon ausgeht, dass er eigentlich zu den Alps gehört, also oder ich als Figur zu den Alps gehöre und dann eben sehr kritisch gegenüber diesen Berserkern erzogen wurde, machen die Antworten dann schon Sinn. Jetzt könnte ich ihm noch sagen, meine Ausrüstung, jemand hat mich bestohlen. Mal sehen, was er da sagt. Meine Ausrüstung ist weg. Jemand hat mich bestohlen. Ich habe einen Outlaw vor ein paar Tagen mit einer Menge Krempel hier in der Gegend gesehen. Wo ist dieser Kerl? Er ist in Richtung Nordosten verschwunden. Ich schätze, er wollte in die Wüste Tavar. Wenn du ihn erwischen willst, solltest du dich beeilen, bevor er alles auf dem Schwarzmarkt verscherbelt. Na schön, dann geh vor. Bring mich in deine Stadt. Aber schön langsam, damit ich dich im Auge behalte. Dein Misstrauen ist verständlich, aber ich bin die beste Option, die du im Moment hast. Falls wir uns irgendwie verlieren sollten. Goliath liegt im Osten am Fuße des Berges. Das Licht unseres Mana-Schreins kann man von Weitem schon gut sehen. Jetzt mach schon. In Ordnung, hier entlang. Wir sind hier im Jagdgebiet einiger gefährlicher Tiere. Du solltest deine Waffe bereithalten, wenn's holprig wird. Aktion wie Sprinten und Shift links angreifen oder ausweichen, zweimal kosten Ausdauer sinkt auf null, kannst du die Aktion nicht ausführen. Das habe ich schon gemerkt. Achso. Fertig? Okay, jetzt hing's gerade. Okay, irgendwie verträgt das Spiel die Alt-Taste nicht. Nee. Also los. Also ich würde die rostige Axt benutzen. Nee, Shift links. Ah, da jetzt, okay. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber so. Ab hier müssen wir aufpassen. Eine Menge Fleischfresser treiben sich hier in dieser Gegend herum. Mhm. Gut, fragen wir ihn nochmal kurz. Was ist eigentlich deine Aufgabe bei deinem Clan? Viele Berserker bleiben in der Stadt. Da ist es sicher und man läuft nicht den Häschern der Alps in die Fänge. Ich selbst gehöre zu den Kriegern und sorge dafür, dass unsere Werker und Setzer auch ihre Ziele erreichen. Aber darüber kannst du in der Stadt mehr erfahren. Wir sollten jetzt weitergehen. Hier ist es nicht sicher. Okay. Geh weiter. Bleib hinter mir. So, dann würde ich fast sagen, gehe ich nochmal kurz ins Inventar. Oh, stimmt, das hatte ich mitbekommen. Dass es da nicht unbedingt. Kann's weitergehen? Die Zeit anhält, wenn ich im Menü bin. Komisch, dass die nicht zweihändig ist. Axt raus, sicher, ist sicher, das ist. Was ist da drüben? Einige Ruinen der alten Welt. Das sehe ich, aber warum halten wir hier? Da drinnen habe ich vor zwei Tagen einen Trupp Kleriker beobachtet. Diese religiösen, technikvernarrten Fanatiker aus dem Osten wurden von einer Gruppe Fleischfresser angegriffen. Hörte sich nicht so an, als ob sie das überlebt hätten. Das klingt doch gut für uns. Was denn? Kleriker hier draußen? Das hört sich ja gerade so an, als wärst du beunruhigt. Du scheinst die Kleriker wohl nicht zu mögen, was? Zu welcher Gemeinschaft gehörst du nochmal? Okay, jetzt ist dann die Frage. Ich gehöre ja eigentlich zu diesen Alps.
Frage, was ich mache. Ich würde tatsächlich... Ich würde tatsächlich sagen, ich versuch's mal damit. Nur um ihn zu hören. Wenn er mich killt, kann ich es nochmal probieren. Mal angenommen, ich käme aus Xarko, aus dem Land der Alps. Tja, dann müsstest du schon etwas länger nicht mehr dort gewesen sein. Das ganze Elex, das die Alps täglich um sich haben und konsumieren, macht sie zwar stark, aber man erkennt sie auch sofort. Für so einen Eisklotz aus dem Norden hast du mir entschieden zu viel Farbe im Gesicht. Okay, also das wäre, er glaubt mir nicht. Eine Möglichkeit. Ich meine, klar, das Argument von ihm, sicher, das ist ja klar, Möglicherweise bin ich ja ein Outlaw. Tja, dann werde ich wohl auf meine Habe aufpassen müssen. Die Könige der Wüste verpassen ja keine gewinnbringende Gelegenheit, was man so hört. Okay, also... Das wäre dann die Variante. Outlaw ist ja gesetzloser, meine ich, im übertragenen Sinne. Mad Max-Style. Was wäre, wenn ich jetzt sage, ich käme von den Klerikern? Nun, dann wärst du ziemlich weit weg von zu Hause. Das hochtechnisierte Feuerland Ignadon liegt von allen Ländern der freien Menschen am weitesten von unserem Edan entfernt. Der erklärt mir jetzt einfach, was wäre, wenn ich von da oder da oder da komme. Sehr interessant. Gut, bin ich mal höflich. Was macht das für einen Unterschied, woher ich komme? Ich gehöre zu keiner Gemeinschaft. Wir Berserker kümmern uns sowieso um jeden Flüchtling, der sich in unser Land verirrt hat. Wenn er nicht gerade die Absicht mitbringt, uns ausrotten zu wollen, wenn du verstehst, was ich meine. Gehen wir durch die Ruinen? Das überlasse ich dir. Die Fleischfresser machen in dieser Gegend keine Gefangenen. Wenn wir die Ruinen meiden, ist es ungefährlicher. Andererseits... Die erledigten Kleriker da drinnen haben vielleicht noch nützliche Ausrüstung. Ich würde zwar die Finger davon lassen, aber bei dir sieht die Sache ja vielleicht anders aus. Wir gehen durch die Ruinen. Dann bist du mutiger, als ich bisher angenommen hatte. Er respektiert also gut, mich. Dann aha. Los. Also gibt's einen... jetzt knallt's schon wieder. Gibt's so eine Art... Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. So ein Status zwischen so eine, dass er mich jetzt respektiert zum Beispiel, dass es so ein Verhältnis gibt, wenn ich ihn jetzt mehrfach beleidigt hätte, wäre er wahrscheinlich neutral und jetzt respektiert er mich für meine Entscheidung. Naja, so jetzt erstmal aufgestiegen mit V. Wenn sie nicht schon geplündert wurden, müssten die Leichen der Kleriker noch da sein. Intelligenz, Gerissenheit, Attribut, bestimmte Gegenstände zu benutzen und Fähigkeiten zu erlernen. Lebensenergie und bestimmte Gegenstände zu benutzen und Fähigkeiten zu erlernen. So, gehen wir mal da 2 hoch. Ach was, machen wir hier erstmal das Wichtigste, Stärke und Konstitution auf... links, ja. Das könnten wir nochmal gucken. Ja, übernehmen. Au, das war ja ein komisches Geräusch. Achso, Moment. Achso, das muss ich... Lernpunkte... ich habe einen Lernpunkt. Okay, das muss ich dann irgendwo umsetzen. Ich scheine irgendwo... Da, Schrotpatronen. Achso, die waren noch neu. Okay, jetzt müsste ich hier irgendwo noch... Kleriker. Gildenlehrer, Feuerzeug, Feuer. Lernpunkt. Wie kann ich... Nee, Moment. Wie kann ich das lernen? Ich klicke da jetzt einfach mal drauf. Ach, Kleriker, Lehrer. Oh, Entschuldigung. Okay, ich brauche einen Lehrer dafür. Gut, ich habe jetzt natürlich massig Kram. Das ist klar. Ich habe auch schon ein paar Missionen tatsächlich. Fertig?
Gehen wir mal auf 3. Zum Zielen halten. Rechtsklick. Kommt das bei euch auch so ruckelig rüber? Was war das denn für ein... Okay. Fertig. Mir macht das die ganze Zeit so einen ruckligen Eindruck. Ganz merkwürdig. Oh, diesmal ist tatsächlich da schon eins. Kannst du parieren oder ausweichen? Heftig. Häufig kannst du einen Angriff auch durch eine eigene Aktion unterbrechen. Ja. Komm, sprinte. Okay. Komm schon. Na also, es geht doch. Ich weiß jetzt nicht, ob das Eisenrohr besser ist oder die Axt. Wo ist denn mein Kollege? Der ist schon reingerannt aus irgendeinem Grund. Ah. Ein Kraut. Okay. Du hast einen Teleporter aktiviert. Du kannst mir über die Karte in deinem Adjutor nur in diesen Ort per Schnellreise zurückkehren. Schön. Reicht's mir? Ist das jetzt ein... Das ist hier überhaupt nichts. Ah, jetzt. Wo ist der Kerl denn? Ist der oben? Ich sollte dem wohl mal helfen. Und jetzt sollte ich laufen. Ich würde mal behaupten, dass die nicht schwach sind. Und der ist jetzt mein bestes Backup. Okay. Metallschrott erhalten. Öffnen wir mal die Truhe. Browser, kleiner Energiespeicher. Okay. Jetzt hatten wir hier unten noch eine Leiche. Eine von 5 Waffen eines Klerikers. Elixit bekommen haben wir auch noch. Es ist so schwer zu erkennen bei diesem Helligkeitslevel. Oh, da ist ein Keller, okay. Finden wir hier noch Dietriche? Ansonsten eher weniger. Was? Draußen lag noch der eine Kleriker, den müssten wir auch noch irgendwie ein wenig ausnehmen. Am besten ein Spind, ein kleiner Heiltrank. Das ist auch eine rostige Axt. Ich weiß nicht. Inwieweit... Da ist ein Rucksack. Ah, den kann ich nur öffnen. Haben wir hier noch was? Propaganda.